Ich habe mich früher immer gefragt, wie Betrüger in der Finanzbranche, Versicherungsbranche entstehen. Und heute weiß ich oder kenne ich die Wahrheit. Und zwar, es entsteht in erster Linie durch finanziellen Notstand. Ja? Das bedeutet, es gibt wenig Menschen, glaube ich, die mit Absicht Finanzberater werden oder Versicherungsvermittler, um Menschen zu betrügen. Es gibt wenig Leute, die eines Tages einfach aufstehen und sagen, jetzt bin ich kriminell. Jetzt möchte ich Menschen schaden. Ja, jetzt möchte ich die Menschen um ihr Geld bringen. Ich glaube, es ist ein Prozess. Es fängt halt damit an, dass man zu wenig Geld hat oder mit seinem Geld nicht haushalten kann. Und dann gibt es immer wieder mal kleine Versuchungen. Und wenn man diesen Versuchungen ja, erliegt und ja, immer weiter diese Versuchungen, dem Pfad der Versuchungen folgt, dann wird die ganze Geschichte irgendwann mal in einer ausweglosen Situation enden. Ja? Das ist so ähnlich wie die Serie Breaking Bad, wo es darum geht, wie Menschen auf die ja, schiefe Bahn geraten. Ja? Und genau so ist halt eben die große Gefahr bei Versicherungsvermittlern, Finanzberatern, die zu wenig Umsatz schreiben. Es fängt vielleicht damit an, dass man am Anfang moralisch, ethisch sauber handelt und ja, am Anfang sich einredet, dass das Geld, was man da bekommt, der Umsatz, der ist vielleicht gar nicht so schlimm. Ja? Man fängt ja als junger Mensch in der Regel an im Vertrieb, ja, im Versicherungsvertrieb. Und da ist es halt so, man hat keine hohen Lebenshaltungskosten. Das war bei mir zumindest so. Ich bin mit 20 Jahren, habe ich mich als Versicherungsmakler versucht oder angefangen, als Versicherungsmakler selbstständig zu sein und Vertrieb zu machen. Und bei dem Punkt hatte ich keine hohen Lebenshaltungskosten. Ich habe noch quasi zu Hause gelebt. Ich hatte mein Ticket, was ich nach München bezahlen musste, mein Zugticket. Und 1.000 € waren damals quasi als Azubi, die man im Monat verdient hat, waren okay im Endeffekt. Ne? Aber von 1.000 € im Monat kann man keine Familie ernähren. Und in diese Falle kommen halt dann irgendwann mal früher oder später viele Vermittler, die entweder sich später selbstständig machen, weil Versicherungsmakler zum Beispiel ist so eine Art Zweitberuf. Und viele Versicherungsvermittler, die später quasi aus einem geregelten Arbeitseinkommen, entweder in einer anderen Branche oder in der Versicherungs- oder Finanzbranche, dann sich selbstständig machen. Ja? Man hat immer wieder, wenn man nicht fähig ist, ständig neue Kunden zu gewinnen und ihnen was zu verkaufen, hat man immer so einen Umsatz auf und ab. Ja? Mal hat man einen guten Monat mit einem großen Vertrag oder mehreren großen Verträgen. Und dann hat man wieder mehrere Monate, wo gar nichts läuft. Ja? Und wenn man nicht genau weiß, woher die nächste Kunde kommt, dann neigt man halt eben früher oder später dazu, dass man ja, sich mal Gedanken macht, was könnte denn passieren, wenn dieser nächste Kunde denn jetzt nicht abschließt. Ja? Kann ich meine Miete bezahlen? Kann ich meine Liegenrate bezahlen? Kann ich meine Familie ernähren am Ende des Tages? Ne? Und ich kenne es von mir, das waren dann schon harte moralische, ethische Entscheidungen, die ich treffen musste. Und ich bin charakterlich sehr, sehr stark. Ich bin ein sehr großer Sturkopf. Und ich konnte es mit meinem Ego, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, den Kunden was Falsches zu erzählen. Aber die Grenze, die ist fließend. Ja? Das heißt, es fängt damit an, dass der Kunde als Beispiel irgendwie fragt, ist das und das mitversichert? Und weil man auf den Abschluss angewiesen ist, sagt man, ja, passt, ja, ist mitversichert. Dabei weiß man es vielleicht nicht 100%. Dabei ist es vielleicht gar nicht mitversichert oder nicht so, wie der Kunde es ausgedrückt hat oder sich vorgestellt hat. Aber man traut sich nicht, die Wahrheit zu sagen, weil dann springt der Kunde ja ab. Dann wird der Kunde ja heute nicht abschließen oder er wird gar nicht abschließen. So, bis hin dazu, dass eines Tages einfach die Gesundheitsfragen gefälscht werden, mutwillig, kriminell. Ja? Das ist jetzt nicht ein großer Schritt, den man macht, dass man irgendwie sagt, okay, heute bin ich ein ehrlicher Versicherungsvermittler, Finanzberater und morgen bin ich ein krimineller Antragsfälscher. Nein, das ist eine schleichende Entwicklung. Am Anfang vielleicht ja, fängt es mit kleinen Unwahrheiten an, dann mit kleinen Beschönigungen, ja, dann mit noch mehr Beschönigungen, mit noch mehr, sag ich mal, ja, Relativierungen und dann eines Tages eben mit falschen Gesundheitsfragen. Oder eines Tages irgendwo da, wo ein Vertreter hier aus der Gegend mal gelandet ist, dass man Gelder einsammelt, teilweise sogar von der Familie, und eigene Policen ausstellt mit dem Logo der Versicherung und doppelte Buchführung betreibt,
um das zu vertuschen alles. Ja, das kann passieren. Aber es ist ein schrittweiser Prozess. Und der Ursprung, die Quelle von diesem ganzen Prozess ist, dass nicht genug Umsatz, nicht genug Einkommen auf sauberen, ehrlichen Weg reinkommt. Und als Versicherungsvermittler, Finanzberater musst du es dir leisten können, die Kunden abzulehnen. Du musst dir leisten können, den Kunden zu sagen, nein, das passt nicht zu deinen Vorstellungen. Weil wenn er zum Beispiel eine bestimmte Vorstellung hat von seiner Altersvorsorge, wenn er eine bestimmte Vorstellung hat von seiner Vermögensanlage, dann musst du halt eben die Ehrlichkeit, die Moral, die Ethik und auch das Einkommen selber haben, um dem immer offen und ehrlich den richtigen Rat geben zu können. Zum Beispiel, nein, das passt für dich nicht. Diese Anlage, die ist für dich nicht geeignet. Ja? Und es kann dazu führen, dass du jetzt heute direkt sofort mit dem Kunden keinen Vertrag schließt. Wenn du aber auf diesen einen Vertrag angewiesen bist und deine Miete, deine Lebenshaltungskosten, deine Familie zu bezahlen im Endeffekt, damit die was zu beißen hat, dann ist es schon ein schwerer moralischer Konflikt, in den du da gerätst. Deswegen muss jeder ehrliche, sauber, hart arbeitende Finanzberater, Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, Vermögensberater, egal wer als Vermittler in Finanzdingen tätig ist, der muss selber ein sehr hohes Einkommen haben. Es gibt ja auch die sehr hohen Diäten der Politiker. Und die Politiker verdienen so viel Geld, beziehungsweise sie bekommen so viel Geld vom deutschen Staat, damit sie unparteiisch sein können, damit sie nicht bestechlich sind. Ja? Das bedeutet, je weniger die Politiker verdienen, desto anfälliger sind sie für Schmiergeld, für irgendwelche unethischen Beeinflussungen und so weiter. Ja? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass hohe Diäten, hohes Einkommen sowas ausschließt. Nein. Aber es minimiert die Gefahr. Es mindert das Risiko. Deswegen, wenn ich heute als Unternehmer, der jetzt nicht direkt mit Versicherungen zu tun hat, ja, ich bin seit zwei, drei Jahren nur sporadisch Versicherungsmakler, ich bin zwar registriert, ich habe zwar alle Voraussetzungen, aber ich berate keine Kunden in Finanzversicherungsdingen, sondern ich berate meine Kunden, die Vermögensberater, Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler sind, wie sie besser mehr Geschäft machen, wie sie mehr Neukunden durch Digitalisierung gewinnen, wie sie ihre Prozesse optimieren und so weiter. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als normaler Unternehmer, der sowas weiß, ja, mir heute eine Beratung neu suchen würde, ich würde auf jeden Fall zu jemandem gehen, von dem ich weiß, dass er finanziell sehr gut gestellt ist. Da ist einfach das Risiko, die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass er mich über den Tisch zieht. Er hat ja genug Geld. Warum sollte er seinen Namen beschmutzen, seine Ehre, seine Berufsehre und eventuell riskieren, irgendwo, keine Ahnung, in Teufels Küche zu kommen, negative Empfehlungen zu kassieren, schlechte Bewertungen, um jemandem was nicht Passendes zu verkaufen. Das heißt, die Grundvoraussetzung eigentlich für gute Finanz- und Versicherungsberatung ist, dass der Berater genug verdient. Das musst du mal sacken lassen. Und wenn du jetzt aktuell ein Berater bist, dem das sauer aufstößt, dann hat es wahrscheinlich einen Grund. Du hast nicht genug Umsatz, du verdienst nicht genug. Du verdienst unter deinen Möglichkeiten. Du ärgerst dich jetzt vielleicht darüber, dass ich das sage, aber am Ende des Tages ist es so. Jeder, der das logisch betrachtet, wird mir recht geben. Hier Leute werden dieses Video anschauen, die sind keine Versicherungsvermittler, keine Finanzberater. Schreib mir doch einen Kommentar unter dieses Video. Würdest du dich von jemandem beraten lassen, von dem du weißt, dass er selber kein Geld hat in Finanzangelegenheiten? Würdest du dich selbst von jemandem in Versicherungsdingen beraten lassen, der dich selber die ganzen Versicherungen, die Altersvorsorge, die private Krankenversicherung, die du abschließen sollst, gar nicht leisten kann? Schreib doch mal als normaler Verbraucher mal bitte unten deine Meinung hin. Würdest du dich von jemandem beraten lassen, der nur ein Vertragsstornen davon entfernt ist, insolvent zu gehen? Der einfach dir auch auf Dauer keine Betreuung, vielleicht keine Dienstleistung bieten kann, auf Dauer, weil er nicht genug finanzielle Kapazitäten hat, um zu überleben die nächsten ein, zwei Jahre. Der sich nicht mal leisten kann, Mitarbeiter zu haben. Ich meine, wenn ich jetzt heute meinen Versicherungsschutz betrachte, ich würde mich hüten, Versicherungen, Finanzverträge bei jemandem abzuschließen, der zum Beispiel keine Mitarbeiter hat.
Das ist ja dann vollkommener Zufall, ob ich meine Leistungen bekomme. Wenn mindestens genauso gut wie die Beratung und der Vertrag, also die Vertragsbedingungen, ist es doch auch der Support, die Betreuung durch den Vermittler, den ich hier habe. Er kann mir helfen, den Schaden zu regulieren. Er kann dafür sorgen, dass ja, ich meine Kohle schneller bekomme und nicht pleite gehen kann. Oder pleite gehen muss mit meinem Unternehmen, wenn irgendwas schief läuft. Er verteidigt mich vor der Schadenabteilung. Ein guter Vermittler sorgt auch dafür, dass irgendeine Lösung gefunden wird. Auch wenn der Schaden mal nicht so geil war, dann kommt da irgendeine Kulanzentschädigung in Frage zum Beispiel. Ne? Wo man ein paar Prozentpunkte mit dem Versicherer feilscht. Aber er ist meine Versicherung gegen ja, die Versicherung. Und klar, wir können jetzt darüber diskutieren, ob das nur Versicherungsmakler sind oder was auch immer. Ja, es kann sein, dass nur Versicherungsmakler juristisch auf der Seite des Kunden stehen. Aber jeder gute Vertreter, der auch nur bei einer Gesellschaft arbeitet, der wird sich für seine Kunden einsetzen. Und ich weiß das, weil ich sehr viele gute Versicherungsvertreter bei mir mittlerweile als Coaching-Teilnehmer habe und nicht das jeden Tag mitbekomme, wie sie sich für ihre Kunden einsetzen und ja, im positiven Sinne Schäden beeinflussen. Im legalen Maße. Jetzt stellen wir uns mal wieder die andere Geschichte vor. Ne? Ich bin ein großer Kunde, ich bezahle sehr viel Beitrag, ich habe sehr viel wirtschaftliche Macht. Und ich weiß, dass mein Finanzberater, Versicherungsvermittler nicht so ja, wohl gebettet ist, finanziell nicht so gut dasteht. Ich könnte in einem Schadensfall, wenn es aufs Ganze geht, könnte ich ihn erpressen und sagen, reguliere jetzt den Schaden, fingiere jetzt die ganzen Sachen so, wie es passt. Dann sonst werde ich weggehen. Du verlierst sehr viel Geld, ich werde alles stornieren. Und weißt du was? Dieser Fall klingt für dich jetzt unwahrscheinlich, unglaubwürdig. An mir ist das als Versicherungsmakler schon mal passiert. Ein großer Kunde, der einen eklatanten Teil von meinem Einkommen ausgemacht hat, hat versucht, mich auf diese Art und Weise zu erpressen. Er hat zu mir gesagt, reguliert diesen Schaden. Sie haben 100 Mal erklärt, warum dieser Schaden nicht versichert ist. Da war auch weder meine Schuld noch seine Schuld dabei. Aber wenn ich den Fall anders dargelegt hätte, hätte ich mich strafbar gemacht. Der Kunde auch. Versicherungsbetrug ist kein Kavaliersdelikt. Und der hat mich quasi dazu erpresst, gedrängt, diesen Schaden so zu regeln, wie er das gerne hätte, sonst kündigt er alle Verträge. Zum Glück war ich moralisch standhaft und habe das nicht gemacht. Aber damit kann man auch seine komplette Karriere zerstören. Weil wenn es einmal rauskommt, ja, Berufsverbot. Und nochmal, wenn du gut verdienst, wenn du hohes Einkommen hast, wenn du guten Umsatz schreibst, dann bist du auf diesen einen Kunden nicht angewiesen. Da kannst du für deine ethischen und moralischen Vorstellungen einstehen. Du brauchst nicht irgendwo hier dich danach richten, was dieser Mensch von dir versucht zu erpressen. Das heißt, als Versicherungsvermittler hast du jetzt die folgende Aufgabe. Du musst erstmal für dich selbst sorgen. Du musst erstmal selbst gutes Geld verdienen, um nicht so anfällig zu sein gegen die ganzen ja, moralischen Fallen, die sich auf dem Weg auftun. Damit du auf Dauer den Kunden immer die Wahrheit sagen kannst. Damit du ihm immer sagen kannst, hör mal zu, wir arbeiten wirklich, wirklich hart an einer legalen, sauberen Lösung mit deinen Gesundheitsfragen, mit deiner Risikosituation. Die versuchen für dich die allerbeste Lösung zu machen. Aber es gibt einen Punkt, wo wir nicht darüber hinausgehen. Wir machen nichts Illegales. Und du musst halt eben die Größe haben, das auch so zu leben. Du musst dir leisten können, bestimmte Kunden einfach abzulehnen. Weil es werden viele Kunden, viele Versuchungen deinen Weg kreuzen, die halt eben versuchen werden, sowas auszunutzen. Und das fängt ja nicht an mit einem großen Vergehen, wie ich schon gesagt habe. Es sind viele kleine Schritte dahin. Und wenn du schon die ersten Schritte dazu getan hast, kehre um. Kehre zurück zur ethischen, moralischen, sauberen Beratung. Man kann mit ethischer, sauberer, moralischer Beratung, mit sehr guter, hochwertiger Qualität, kann man heute im Versicherungs- und Finanzbereich so viel verdienen,
wie noch niemals zuvor. Ich habe meine Ausbildung im Jahr 2005 angefangen. 2004 war der Jahresendspurt, Schlussverkauf, Lebensversicherungen. Da wurden die Lebensversicherungen quasi steuerpflichtig. Und mir haben alle meine Führungskräfte, alle Kollegen haben gesagt, so geile Zeiten in der Versicherungsbranche kommen nie wieder. Man kann nie wieder so viel Geld so einfach verdienen. Nein, das stimmt nicht. So einfach wie heute im Jahr 2020, im Jahr 2021, so einfach wie heute kann man in der Versicherungs- und Finanzbranche, konnte man bisher noch nie Geld verdienen wie heute. Ich sehe es euch jeden Tag bei meinen Coaching-Teilnehmern. Das ist wirklich wie Fische aus dem Fass angeln, wenn man mal weiß, wie das funktioniert, die Leute aus dem Social Media zu fischen, damit sie zu dir in die Beratung kommen. Da kannst du mit den ganzen digitalen Tools, kannst du Leute weltweit, deutschlandweit beraten, unabhängig davon, ob es irgendwie einen Lockdown gibt oder keinen Lockdown. Wann war es jemals möglich, Menschen zu beraten, wenn du in München bist, die in Hamburg sind? Das war noch nie vorher so einfach. Und genau deswegen ist das jetzt die goldene Zeit. Und du kannst mega viel Geld damit machen, auf saubere, ethische, moralische Art und Weise. Du brauchst dich nicht von irgendwelchen Leuten da negativ beeinflussen lassen, bedrohen, erpressen, was auch immer, und dich auf den falschen Pfad lenken lassen. Aber du musst dafür bestimmte Sachen lernen. Lern doch, das ist eine ganz andere Fähigkeit, wie, keine Ahnung. Ja? Meine Tochter hat auch, jetzt, die ist jetzt 3, die hat jetzt auch vor einiger Zeit gelernt, wie man zum Beispiel mit einem Löffel isst. Also, vorher konnte sie es nicht, jetzt kann sie es. Genauso ist es für dich eine Fähigkeit, Fisch aus dem Fass zu angeln. Leute, Traumkunden, Premiumkunden aus Social Media rauszunehmen, um zu dir in die Beratung zu bringen. Die Beratung digital abzuwickeln, eine Top-Beratung abzuliefern, den Leuten sehr hohe Ersparnisse zu bieten, geile Premiumleistungen, tolle Tarife, tollen Versicherungsschutz. Im Versicherungsfall, im Schadensfall kannst du für die da sein. Du kannst die Vermögen anlegen, du kannst ihre Immobilien finanzieren. Spielt halt gar keine Rolle. Da ist dafür alles der erste Schritt, dass du das lernst. Und wo lernst du das? Bei mir. Komm zu mir. Ich bin seit über 15 Jahren Versicherungsmakler. Und seit über 2 Jahren bilden wir hier Finanzdienstleister aus, Finanzberater, Vermögensberater, Versicherungsvermittler, wie sie richtig geile Umsätze schreiben online. Du kannst auch die Umsätze regional schreiben, das spielt ja keine Rolle, aber du musst die Kunden erstmal gewinnen. Ja, gewinnen. Und genau dafür musst du jetzt auf meine Homepage gehen. Der Link ist unten verlinkt. Eine kostenlose Erstberatung ausmachen. Und wir kümmern uns darum, dass wir dir ganz genau zeigen und sagen, wie das funktioniert. Und das ist ein Bewertungskonzept, was über 500 Kollegen gegangen sind. Und wenn du es umsetzt, Schritt für Schritt für Schritt, wirst du in den nächsten 4 bis 8 Wochen wissen, welche Hebel es in deinem Geschäft gibt, damit du sofort deinen Umsatz erhöhen kannst und nicht mehr abhängig bist von ein paar großen Kunden oder von, vom Zufall. Das ist ja vieles Zufall. So, kannst du mir ganz genau sagen, was du nächsten Monat verdienen wirst? Ja? Kannst du mir ganz genau sagen, wie viele Empfehlungen du nächsten Monat bekommen wirst? Oder, ob überhaupt du Empfehlungen bekommen wirst, ob überhaupt ein Kunde sich meldet bei dir? Ja? Kannst du nicht. Und hier hast du ein planbares System, wo man einfach ganz genau planbare Schritte geht. Und plötzlich gewinnt man Kunden online. Plötzlich kann man die beraten. Plötzlich macht man auch sehr geile Provisionen oder Honorar damit. Und alles ist happy. Es spricht nichts dagegen, das nicht zu tun. Du musst es einfach nur lernen. Ja? Also, geh jetzt auf meine Seite und vereinbare dein kostenloses Erstgespräch und wir sprechen einfach darüber. Vergiss nicht, dieses Video positiv zu bewerten, den Kanal zu abonnieren, da kommen jetzt noch mehr geile Videos auf jeden Fall. Und schick das Video an alle Kollegen, die vielleicht nicht so viel verdienen wie du oder die gerade in so einem moralischen Konflikt stehen oder wo du denkst, dass die in so einem moralischen Konflikt stehen könnten. Und ich verspreche, ich werde euch allen helfen. Das ist meine große Aufgabe. Bis bald, dein Vladimir Simonov.